Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 auf der St. Kalle zusammen mit dem Scholli und der Veria. Hi! Grüßet euch! So, wir sind quasi da, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ich bin noch mit der Rapsernte beschäftigt auf unserem gepachteten Feld. Und der Scholli grubbert? Nö, ja. Da grubbert der Helfer. Nee. Oder? Nee. Achso, bist du wieder umgestiegen, ja. Flott unterwegs. Ja, ich sehe das schon. Bist du motiviert? Ja. Übermotiviert. Okay. So, bin ich ja mal gespannt, was ich hier am Ende tatsächlich rauskriege aus dem Rapsfeld. Nicht nur du. Und was dann unser Kontostand sagt, ne? Dann werden wir natürlich auch den Pachtvertrag sofort wieder lösen. Weil dann können wir die Missionen ja gewinnbringend machen, ne? Ja. Ganz viele Missionen. Macht das Sinn, jetzt mal blöde Frage, man kann doch auch Helfer die Mission machen lassen, oder? Ja. Macht das Sinn? Oder ist denn der Gewinn so gering, dass es keinen Sinn macht? Kommt drauf an, wie lange der Helfer braucht. Also da die Zeit langsam voranschreitet, können wir auch die Helfer einsetzen. Naja gut, ich meine, wenn du, ist ja so eine theoretische Frage, ja. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, Zeitmangel hast und sagst, du ballerst, so wie vorhin, wir hatten ja 4 Erntemissionen gleichzeitig. Aber mit Mieten wird das denn nicht viel Sinn mehr machen, ne? Bei Feld 16 oder bei den größeren Feldern, da machst du ja schon einen schönen Gewinn. Aber wenn du ein kleines Feld und dann noch einen Helfer hast, dann lohnt es, also dann kannst du es eigentlich auch selbst machen, weil da ist der Gewinn so gering. Ja, kommt doch mal drauf an, was, ne? Ja. Ich kann aber sowas wie Groban mit unserem kleinen süßen Groban oder sehen. Ja, da haben wir nur wirklich relativ kleines Gerät, finde ich, ja. Ja, haben wir auch. Da ist das ja auch sehr zeitaufwendig, ne? Dann könntest du ja wirklich in der Zeit eine andere Mission machen und dann düdelt halt der Helfer vor sich hin. Aber da hast du ja auch nicht so einen hohen Gewinn. Also dann, da wirst du nicht viel reinholen. Oder du musst eine Mission annehmen, wo du einen großen Grupper hast. Ja. Und dann sagen, ich mach 3-4 Missionen und lass den Helfer dann mit großem Gerät arbeiten. Ja, war ja nur eine theoretische Frage. Ich ja weiß, dass manche das machen. Deshalb wundert mich das, weil der Ertrag ist ja dann eigentlich nicht so gegeben, ne? Gucken wir mal, Feld 8, wenn ich miete 300 weg bei den Gruppern, da habe ich nur noch 1,5. Dann darf ich aber auch nicht spulen in der Zeit. Also wenn ich viele Missionen habe, ist das natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Ja gut, aber so viele Missionen haben wir ja hier gar nicht gleichzeitig. Nee. Bei einer Karte mit, was weiß ich, 60 Feldern und ich habe 10, 11, 12 Gruppermissionen, ja, da kann ich den Gruppern lassen und kümmere mich um meine Tiere und sonst was. Ja. Dann ist das schon der finanzielle Verlust durch den Helfer nicht groß. Ne, da ist dann die Masse, die den Unterschied macht, ja. Ja. Oder wenn du eine riesen Karte hast, wo du dann 100.000 fürs Grubbern kriegst. Mm. Dann fallen die 10.000, die der Helfer kostet, auch nicht rein. Ja, ist ja nur. Ging ja nur um die Theorie, ne?
Auch dies können wir testen. Naja, gut, ich meine, wir machen hier vielleicht 1000 Euro Gewinn. Ja, wenn du den Helfer dagegen rechnest. Wir wollen ja auch mal vorwärts kommen hier, also finanziell, ne? Oh, wir haben ja schon gute Schritte, Vorwärtsschritte gemacht. Naja, wir müssen aber auch unseren Kredit noch wieder abzahlen, ne? Ja. Aber ja, wir sind auf einem guten Weg, finde ich. Dafür, dass wir das alles bis dato selbst gemacht haben, so, ja? Ja. Es sind ja nur noch 75.000 Kredit. So, für die, die noch beim Stand 60.000 sind. Wir haben natürlich, um das Feld hier pachten zu können, braucht man natürlich ein bisschen Geld, aber wir wollen halt das ausprobieren, ne? Ja. Wie viel uns das finanziell wirklich bringt. Und deshalb mussten wir noch mal so ein paar Taler da rausholen aus dem Kredit. Solange Peter Zwegert nicht kommen muss. Naja gut, ich meine, wir wollen uns ja zum Beispiel ein Milchfass kaufen. Ja. Rauchen wir? Hm? Brauchen wir? Ja, wieso nicht? Ja, ich sagte ja, brauchen wir. Ach, brauchen wir, ich hab verstanden. Kaufen wir? Fragezeichen. Das kam so komisch gerade. Nee, brauchen wir unbedingt leider. Ja. Weil wir haben ja schon einiges an Milch und ja. Immer mieten geht natürlich auch, ist völlig klar. Aber nützt ja alles nichts. Im Laufe der Zeit wollen wir ja, sag ich mal, auch produktionsmäßig hier erstmal alles das machen, was auf der Karte vorhanden ist. Ist ja völlig klar. Das heißt, die müssen wir auch kaufen und dementsprechend brauchen wir so oder so auf lange Sicht so ein Fass. Und deshalb haben wir jetzt halt gesagt, Stück für Stück, immer Ziel für Ziel wird sich hier vorwärts gearbeitet. Aber das macht ja jeder eigentlich, ne? Ja. Vor allem die Initialkosten, wenn du jetzt einmal mietest oder zweimal, ja, aber wenn du das oft mieten musst. Ja. Ich meine, gut, ist ja beim Pachten auch so, ne? Ich meine, wir haben ja erstmal 20.000 Euro an Initialpacht hingelegt und dann nochmal zwei pro Tag, ne? Ja. Und deshalb haben wir ja jetzt auch gesagt, wir müssen ja, oder, ne? Das wird jetzt erstmal schnell gemacht, dass wir den Pachtvertrag wieder lösen können. Wir wollen ja nur die Ernte. Ja, das stimmt. Finde ich aber eine gute Sache mit dem Felderpachten. Finde ich gut. Ich auch. Weil das ist die Alternative zu, ich kaufe das Feld für 200.000. Das ist schon mal ein Unterschied, ne? Und selbst wenn du das ein ganzes Jahr pachtest, ja, also. Da bist du immer noch weit günstiger. Da kannst du auch mal ein großes Feld leisten, sag ich mal. Oh, jetzt wird, jetzt blinkt mein Tank. Oh. Oha. Gut, dann mach ich mal den Motor aus. Nee, ich wollte aussteigen. Jo, da gucken wir mal, ob das kleine Traktörchen diese Masse hier bewegen kann. 96%, noch immerhin. So, wo fahre ich denn hin? Sag mal was. Gucken wir doch mal, wa? Was der Raps überhaupt gerade bringt. Oh, der steigt noch. Wollen wir lieber einlagern? Ja. Weil bei 1000 Euro sinkt er und bei 900 steigt er. Ne, dann packen wir ihn lieber rein und gucken mal, was nächsten Monat ist. Tut uns ja leid für euch jetzt, wer das wissen will. Aber es nützt ja nichts. Wir wollen ja hier nicht mehr Verlust machen als notwendig, ne? Nee, hier haben wir keine Preisentwicklung, was so die nächsten, wann es am besten ist. Hier ist auch noch mal was zum Unterstellen. Ist ja schnuckelig. Hab ich noch gar nicht gesehen gehabt. Wo bist du denn? Ich bin gerade an unserem Silo. So.
So, laden wir mal ab. Hast du den Vertrag schon gelöst? Nee. Ich hatte gerade geguckt, in alten LS-Versionen hast du ja bei Seasons gesehen, wo es wann den besten Preis plus minus gibt. Aber so eine Anzeige gibt es hier leider nicht. Da müssen wir also die ganze Zeit den Preis im Auge behalten. Ja, für die Milch sowieso. Wollten wir ja eh gucken. Ich will gar nicht wissen, was so ein Milchfass kostet. Ach, ich dachte, da hast du schon geguckt. Sollen wir uns das anschauen? Nee, ach, um Gottes Willen. Musst du jetzt nicht gucken. Es war halt so nicht gemeint, aber ich dachte, da hattest du schon. Nee, aber es interessiert mich. Ist ja auch wichtig für die Planung. Gucken wir mal. Nein, nicht in der Tierhaltung. Wo hat er das dann hingeschmissen? Doch, müsste doch eigentlich in der Tierhaltung sein, oder? Nee, das LSFM-Pack, Transport-Pack ist in separaten Dings. Ich gehe mal auf Marken. Oder ist... Ach, ist bei den Fahrzeugen drin. Also das kleinste Fass, das ist ja, geht ja. 7600. Hat er nur 7500 Liter. Und die nächste. Ein Drehschimmel, oder? Nein. Okay. Und die nächste Größe hat 18.000 Liter und kostet 15.600. Also das ist ja mal relativ erschwinglich. So ein LKW mit Fass drauf, der kostet nur 134.800. Aber siehst du, damit wäre es Milchfass, Tank unserer Mission, gut machbar. Ja. Ich hatte mit mehr gerechnet hier. Ich dachte, Achtung, jetzt kommt 40, 50.000. Ja, wie bei dem anderen, ne? War ja gleich so riesig teuer. Ja, ist halt auch ein Riesenfass, aber... So viel Taler haben wir nicht zur Verfügung. Oh, es ist ja auch nicht immer unbedingt nötig. Ich meine, die Wege hier auf der Karte sind jetzt nicht die weitesten. Nee. Ja? Also ich denke, da geht das durchaus, wenn man mal, ne? So, wo fahre ich denn jetzt mit dem Drescher tanken? Zum Hof. Dann können wir deinen Drescher, deinen Traktor eigentlich auch gleich mit tanken. Ja, der hat's auch nötig. Meiner hat noch etwas Luft. Dank der Mission und den Leihgaben der Traktoren. Ja. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir haben 500 Liter sogar Diesel. Sollten wir drin haben. Na, oh, cool. Jetzt haben wir 1000 Liter. Der Drescher wird bestimmt schon einiges brauchen. Das ist möglich. Jetzt tanken wir erstmal deinen Traktor. Wirklich erstmal den Drescher sauber. Ja, hier. Ja, nicht so dreckig lassen hier. Hey, du. Mein Traktor war zwischendrin hier sowas von sauber, ja? Bestimmt gar nicht. Hat geregnet. Hast Glück gehabt. Jetzt hast du mich eingeparkt. Aber wir kommen auch hier raus. Ich bin nur gleich fertig. Ja, ich will Gruppe haben. Oder?
Dein Traktor hupst aber auch in die Höhe ohne Frontgewicht. Ja. So, kann ich da tanken, wenn ich nur in der Nähe stehe? Das habe ich jetzt nicht getestet. Aber ich würde sagen, das finden wir nächste Folge raus, oder? Nö, ich tanke gerade. Okay. Ich will ja bloß in die Halle denn weiterfahren können. Aber ich stehe jetzt nicht in der Halle. No, das dauert ein Momentchen, ne? Ja, da gehen ein paar Liter schon rein. Aber die Spritpreise hier auf St. Kalle sind sehr human, Gott sei Dank. Na, er tankt. Jetzt ist leer. Der Tank leer oder... Also mein Drescher ist jetzt unser Drescher. Ja, ja. Ist jetzt, naja, ich würde sagen, dreiviertel voll. Und der Tank ist leer? Und der, also ja, der Benzin-Tankstellen-Dings ist leer. So, Mensch, bin ich gleich nach draußen ausgestiegen, ist ja praktisch. Ja. So, fahren wir den hier auch nochmal zur Seite. Den brauchen wir ja denn noch, ne? Ja. Hast du die jetzt schon wieder zurückgegeben? Die Pacht? Nee. Ich dachte 12. Soll ich mal Pacht auflösen machen? Ja, bitte, ich dachte, du machst das. Grundstück Pacht auflösen. Pacht für Grundstück 26 auflösen. Ja. Ja, das ist auch etwas wäre während. Ja. Grundstück 26 ist Feld 12. Ja. Wunderbar, wunderbar. Jo, ne? Dann würde ich sagen, sind wir schon wieder durch für heute. Ja. Ja, dann bedanken wir uns bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Wir wünschen euch einen traumhaft schönen Tag und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, macht's gut.